Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser, ein ganz herzliches Willkommen hier im Festzelt beim Bayerischen Bauernverband. Freut mich sehr, dass Sie in so großer Zahl zur Podiumsdiskussion der Donauzeitung mit den beiden Dillinger OB-Kandidaten Frank Kunz und Tobias Rief gekommen sind. Wir haben ja alle zuerst gedacht, dass die OB-Wahl in Dillingen, dass die langweilig wird. Aber plötzlich hat sich der Tobias Rief überlegt und tritt doch noch an. Und jetzt haben wir doch eine Auswahl und deswegen wollten wir Ihnen hier dieses Podium bieten. Ich denke, dass die Zahl der Besucher, die spricht für sich, dass wir damit in Schwarze getroffen haben. Und wir bitten Sie, in Zeiten von Corona bitten wir Sie alle um ein freundliches Lächeln und den Verzicht aufs Händeschütteln. Wir wollen nicht hysterisch sein, aber auch wir wollen uns auch an die Hygieneregeln halten, dies nur vorab. Und ich darf Ihnen auch sagen, dass diese Podiumsdiskussion hier aufgezeichnet wird. Und wer das nicht mag, müsste halt reagieren. Und jetzt geht's los. Ich begrüße Sie auch im Namen meiner Kollegin Simone Bronhuber von der Donauzeitung zu dieser spannenden Diskussion. Und jetzt darf ich die beiden Kandidaten, den Frank Kunz und den Tobias Rief, auf die Bühne holen. Kommen Sie bitte rauf. Das Händeschütteln hat nichts mit Wahlkampf zu tun, ja, um es klarzustellen. So, es besteht ja vielleicht durchaus die Mini-Möglichkeit, dass nicht alle die beiden Herren kennen. Eventuell. Deswegen wäre es schön, wenn Sie sich im ersten Moment vorstellen würden, woher man Sie kennt, warum man Sie jetzt kennenlernen sollte, was Ihre Ziele sind, ganz kurz. Wir werden das den ganzen Nachmittag über, die Zeit, wo wir hier sind, so machen. Wir werden jetzt nicht auf die Sekunde stoppen, aber ich bin am Start. Wer überzieht? Ja? Wir machen ein bisschen eine Themenrunde, eine Sachrunde und zwischendurch auch mal eine Auflockungsrunde und es darf auch geklatscht werden. Ja. Herr Kunz, wir würden mit Ihnen anfangen. Wer sind Sie denn eigentlich?
Ja, grüß Gott, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Frank Kunz, Dillingen ist meine Heimatstadt. Hier bin ich aufgewachsen, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe zwei ganz, ganz liebe Kinder. Ich war bis 2008 selbstständig als Bauingenieur und bin seit meiner Jugend politisch engagiert in der Jungunion und dann in der CSU. Seit 2002 arbeite ich mit dem Stadtrat und dem Kreistag und seit 2008 trage ich die Verantwortung als Oberbürgermeister in unserer Heimatstadt Dillingen. Herr Rief, Sie dürfen. Geht's jetzt? Jawohl. Mein Name ist Tobias Rief. Ich bin 37 Jahre, gebürtiger Stuttgarter und Wahldillinger. Bin 2009 das erste Mal in den Landkreis gezogen, zuerst nach Lauingen. Und seit 2014 wohne ich direkt im Herzen Dillingens, in der Höllgasse, direkt hinterm Paul, also wirklich City. Und beruflich bin ich bei der Firma Samedeutz-Fahr in Lauingen im Bereich Ersatzteilwesen, internationale Kundenbetreuung und Technik. Und für mich, mein politisches Leben ging auch schon früh los. Ich habe mit 13 angefangen, mich jugendpolitisch bei den Jusos zu engagieren. Bin 2000 in die SPD eingetreten und seitdem aktiv. Und für mich steht es immer im Mittelpunkt, da wo ich wohne, da wo ich lebe, das ist mein Zuhause und da möchte ich mich dann auch für die Menschen vor Ort einsetzen, mich einbringen in die Gemeinschaft und deswegen ist es für mich dann auch eine Selbstverständlichkeit, dass es mir ein Herzensthema ist, mich für die Angelegenheiten zu interessieren und für die besten Lösungen für Dillingen mich einzusetzen und zu streiten. Und dafür trete ich diesmal an. Vielen Dank, Herr Rief. Ja, und jetzt geht's los. Wir wollen Ihnen einen Mix bieten zwischen ernsten Themen zur Stadtpolitik und dann haben wir natürlich gewisse Auflockerungsrunden, wo Sie sehen, wie unsere beiden Bewerber in Stresssituationen reagieren. Und jetzt beginnen wir mit der Stadtentwicklung, mit dem Komplex. Und da geht's jetzt mal um die neue, Dillingen hat ja eine neue B16, aber trotz der neuen Bundesstraße fahren immer noch viele Autos und LKW durch Steinheim, Donaualtheim und Dillingen. Und da wäre jetzt unsere Frage, welche Strategien verfolgen Sie mit den Straßenbaubehörden, um den Durchgangsverkehr aus der Stadt Dillingen auf die neue B16 zu bringen? Fangen wir mal mit dem Herrn Rief an. Also Sie sagen es schon, es gibt tatsächlich Erfolge. Also seit die B16 neu offen hat, das haben wir gesehen, ist es wirklich so, dass viel LKW und Schwerlastverkehr aus der Stadt raus ist. Was wir aber auch sehen ist, dass oft im alltäglichen Verkehr dann doch die kürzesten Wege genommen werden. Die kürzesten Wege führen oft eben genau durchs Stadtzentrum. Das heißt, auf der einen Seite ist die Frage, braucht es die große Allee in dieser Form, so wie sie heute existiert noch, in dieser Breite? Oder ist es eine Möglichkeit, da auch anderen Verkehrsteilnehmern noch mehr Platz einzuräumen, beispielsweise eben auch Fahrradfahrern? Ist es möglich, zum Beispiel komplett abgegrenzte Fahrradschutzstreifen nicht nur, sondern eben auch Fahrradfahrbahnen einzurichten, um da eben auch ein ganz anderes Gefühl von Sicherheit auf der Straße zu haben. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt die Nord-Süd betrachten, ja, die Donau-Altheimer beschweren sich da schon sehr, dass viel Verkehr morgens im Berufsverkehr und abends auch wieder zurück eben dann doch durch das kleine Örtchen geht. Das hat auch einen Grund, dass diese Nord-Süd-Verbindung, wenn ich oben durch die S-Kurve an der Kirche durch bin, dann kann ich mit zwei Ampeln oder drei Ampeln und einem Kreisverkehr fast durchgängig bis zur Donaubrücke runterfahren. Und das ist natürlich dann von der Fahrstrecke her der kürzeste Weg. Das heißt, da kann man eigentlich versuchen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich indem man sagt, man möchte die Kapuzinerstraße attraktiver gestalten, verkehrsberuhigen, das heißt den Verkehr dort einschränken. Das heißt, nicht unbefahrbar machen, aber das heißt vielleicht, das Tempo noch weiter zu drosseln oder über den Fahrbahnbelag zu gehen, dass man sagt, dass es eben entschleunigt wird und dann zu schauen, dass man den Verkehr gezielt außenrum führt, sei es am Taxispark oder an der Kaserne. Gut, Dankeschön. Das Thema wird uns im Laufe der Debatte weiterverfolgen. Jetzt zu Ihnen, Herr Kunz, welche Strategien verfolgen Sie, damit die Verkehrsentlastung noch weiter voranschreitet in Dillingen?
Ja, ich bin froh und dankbar, dass wir es anerkennen, dass wir viel erreicht haben. Wir hatten ja nahezu 25.000 Fahrzeuge auf der B16 alt. Die B16 wurde abgestuft als Kreisstraße. Das heißt, dort muss nach wie vor noch Schwerlastverkehr fahren dürfen. Das gibt der Gesetzgeber so vor. Und somit gibt es Mindestbreiten für die Befahrbarkeit. Und das alles wurde untersucht, was man machen kann. Ob man Radstreifen machen kann, ob man es abgrenzen kann, was natürlich die bessere Lösung gewesen wäre. Aber damals bei der Untersuchung kam heraus, dass das leider nicht möglich ist. Wir können ja auf der B16 Landwirte nicht zulassen. Das ist eine Kraftverkehrsstraße. Und somit brauchen die Landwirte einen weiteren Weg durch die Stadt. Und diese Mindestbreiten auf der Kreisstraße gilt es einzuhalten. Somit haben wir da leider, was der Fahrradverkehr betrifft, keinen weiteren Handlungsspielraum. Aber ich denke, wir haben im Rahmen des Machbaren sehr, sehr viel erreicht, dass auch die Fahrradfreundlichkeit in dem Bereich jetzt mehr gegeben ist. Wir versuchen auch in anderen Bereichen die Fahrradfreundlichkeit weiter nach vorne zu bringen. Das geht los in der Innenstadt, in der zentralen Innenstadt, in der Königstraße, wo wir gesagt haben, wir schauen mal, dass man die Fahrräder schon mal vernünftig abstellen kann. Das hört sich jetzt aufs Erste ganz einfach an. Man stellt ein paar Bügel hin und dann ist das Geschäft gegessen. Wenn man es dann in der Praxis macht, dann gibt es doch Diskussionsbedarf, weil nicht jeder vor seinem Geschäft so einen Bügel haben will. Wenn man doch ungern auch Parkplätze hergibt, wir können uns das vorstellen, dass man sagt, nimm mal der ein oder andere Parkplatz raus, dass im Sommer dort auch Fahrräder parken. Werden wir auch in diesem Jahr machen. Und wir haben auch die Strategie, dass wir den Verkehr in der Innenstadt im Wochenende dann nochmals ein Stück weit beruhigen. Es soll in wenigen Wochen losgehen. Wieder mit unserer Gastrozone. Wir haben einen Gastronom aus der Königstraße, der sagt, er macht es. Und somit werden wir wieder Freitagabends von 18 Uhr bis Sonntag 21 Uhr den Verkehr beruhigen, wieder für Aufenthaltsqualität sorgen, sodass man sich auch gerne in der Innenstadt aufhält. Unabhängig davon schauen wir natürlich, um es abzukürzen, dass wir die Fahrradfreundlichkeit nach vorne bringen. Wir haben mehrere Projekte am Laufen, wo wir schauen, geht da noch mehr für die Fahrradfahrer, zum Beispiel am Georg-Schmied-Ring. Und wir haben auch Donau-Altheim auf dem Schirm. Um es abschließend im letzten Punkt zu erklären, Donau-Altheim hat jetzt eine geänderte Ortseinfahrt bekommen. Wir haben untersucht, was es gibt im Rahmen der Begrenzung. Dort laufen Anfragen bei der Regierung. Es wurde Rechtsbeistand eingeholt und wir sind dort an die Grenzen des Machbaren gegangen. Und in wenigen Wochen wird auch die lang gewünschte Insel in der Marienstraße gebaut, dass man den Fahrradverkehr von der Feuchtwanger Straße her besser führen kann. Dankeschön. Wir kommen nachher zur Fußgängerzone und zur Innenstadt noch eigens, aber noch eine harte Verkehrsfrage, und zwar auch in Kicklingen rollt der Verkehr durchs Dorf und da würde mich jetzt interessieren, vom Bau der Umgehung war zuletzt gar nichts mehr zu hören. Herr Kunz, wird es in Kicklingen auch mal eine Umgehung geben oder ist das Thema auf Eis? Ich habe jetzt die letzten 12 Jahre klar die Philosophie verfolgt, gebaut wird dann, wenn die Bürgerschaft mitzieht. Und in Kicklingen ist es so, da gab es eben zwei verschiedene Unterschriftensammlungen. Die Mehrheit der Kicklinger hat sich dagegen ausgesprochen. Und der zweite Punkt ist, wenn man bauen will, dann braucht es ein Grundstück. Ja, ohne Grundstück geht es nicht. Und da gibt es ein ganz großes Sparkgrundstück. Mit dem Landwirt sind wir immer wieder im Kontakt. Und er hat uns erst vor wenigen Monaten wissen lassen, dass er keinerlei Interesse hat, sein Grundstück zu verkaufen. Und da dürfen Sie mal eins glauben, in Dillingen, da haben wir eine B16 neu gebaut. Ich glaube, ein Stück weit zu bewerten zu können, wie man sowas macht. Das funktioniert nur im Schulterschluss mit Bürgerschaft und den Landwirten. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass in Kicklingen eine Umfahrung realisierbar ist. Dankeschön. Herr Rief, die Frage geht an Sie. Würden Sie eine Umgehung in Kicklingen forcieren, falls Sie im Rathaus etwas zu sagen hätten ab 1. Mai? Also da habe ich tatsächlich dann auch nichts anderes gehört von den Kicklerinnen und Kicklingern. Da ist momentan der Wunsch nicht so stark da. Es ist wichtig, dass der Durchgangsverkehr sich ans Tempolimit hält, dass die Ampel, die da eben auch steht, beachtet wird und nicht ignoriert. Und man muss halt auch die Konsequenzen sehen, wenn man diese Straße forciert, wenn man einfach so den Sportplatz verlegen. So einfach sind die Dinge nicht gelagert. Es kostet also noch eine Menge Geld, Anstrengungen. Man muss Ersatz finden und ich sehe es auch so, auf Sicht scheint es mir nicht, als ob das wirklich ein vordringliches Projekt dort unten ist. Dankeschön. Wir kommen zur Dillinger Innenstadt nochmals zum Thema Fußgängerzone.
Dillingen hat eine hohe Lebensqualität und vielleicht ist es auch die schönste Kleinstadt der Welt, das schwäbische Rom. Und aber eine Fußgängerzone, da ist die Frage, ob das nicht noch was bringen wird in Dillingen. Im Wahlkampf haben es, glaube ich, die Liberalen angesprochen, dass wir doch eine Fußgängerzone machen sollten. Herr Kunz, wäre das ein Projekt ab 1. Mai? Wir haben immer geschaut, dass wir die Bürger bei wichtigen Fragen mit einbinden. Und die Fußgängerzone, die Gastrozone, das war so ein Projekt, wo wir gesagt haben, jetzt schauen wir mal, was unsere Dillinger denken. Und wir schauen ganz bewusst nicht nur, was die Dillinger ab 18 denken, sondern wir haben Fragebögen verschickt an alle Dillinger ab 16 Jahre. In Summe waren das 16.000, die wir rausgegeben haben. Wir haben einen tollen Rücklauf gehabt mit über 4.000. Und dort kam klar die Ansage, dass es nicht gewünscht wird, aber... Was immer wieder kam, vereinzelt und dann auch am Schluss verstärkt, war der Wunsch auf den Fragebögen. Am Wochenende wäre das grundsätzlich schon vorstellbar. Und interessant war auch, das war eine wissenschaftliche Auswertung. Wir haben gesehen, dass gerade beim Wochenmarkt mit 58,6% damals bei der Umfrage der Wunsch da war, dort das weiter zu beruhigen und diese Gastrozone einzurichten. Und dem hat sich dann der Stadtrat angeschlossen und hat gesagt, jawohl, wir können uns das vorstellen. Haben das dann auch laufen lassen ab 2014. Und dann kam leider 2017 der große Rathausbrand. Da hatten wir dann ein Handicap. Wir konnten die Gastrozone nicht mehr bewirten. Da hat uns der Gastronom gefehlt. Und wir hatten auch Baumaßnahmen. Aber ich habe es ja vorhin bereits erwähnt. Wir haben jetzt wieder einen Gastronom, der sich bereit erklärt hat. Das Schöne ist, der ist sogar bei der SPD noch mit auf der Liste drauf. Also machen wir es miteinander in einer großen Koalition. Es ist nicht der Herr Rief, ja, kann ich gleich vorweg sagen. Also er will nicht die Gastrozone betreiben. Und der hat uns gesagt, er wird ab April, Mai dann mit der ganzen Sache anfangen. Und da freuen wir uns drauf, dass wir auch wieder Aufenthaltsqualität reinbringen. Dankeschön, Herr Rief. Sie machen die Fußgängerzone vom Mitteltorturm bis zum Taxispark. Also Stichwort Aufenthaltsqualität, das ist tatsächlich, das ist das Zentrale, um was es geht. Eine Stadt, in der man nicht nur ist, weil man gerade mal was braucht, sondern wo man sich niederlässt, die zum Verweilen einlädt. Darum geht's. Die Gastrozone, finde ich, ist kein schlechter Ansatz, absolut nicht. Aber ich denke, wir müssen Schritt für Schritt auch mal weitergehen. Das passiert in ganz vielen Städten und Gemeinden, dass man sagt, bevor man sowas natürlich permanent installiert, geht mal her und macht beispielsweise Testläufe. Sei es für Spielstraßen, sei es für Fußgängerzonen, sei es für weitergehende Verkehrsberuhigung im Allgemeinen. Und das wäre für mich auch vorstellbar, dass wir da eben so vorausgehen, dass wir sagen, probieren wir es doch mal für ein halbes Jahr, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Geht nicht mehr? Doch jetzt. Fragen dann die Bürgerinnen und Bürger, was sie dazu denken, wie der Test gelaufen ist. Und dann kann man schlussendlich entscheiden. Was für mich auch dazu beiträgt, muss ich sagen, ist zum Beispiel auch das Schaffen von, Achtung, nicht kommerziell genutzten Sitzgelegenheiten in so einer Stadt. Weil gerade wenn die Leute promenieren, sich einmal wohin setzen wollen, einfach mal beobachten wollen oder mal ausruhen und verschnaufen wollen, dann ist es schon auch wichtig, mal einen Platz zu haben, wo man sich niederlassen kann, wo nicht sofort jemand kommt und sagt, was hätten Sie denn bitte gern? Das ist auch so ein Thema, liegt mir am Herzen. Aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass wir die Innenstadt weitergehend verkehrsberuhigen. Für eine richtige Fußgängerzone permanent, muss ich allerdings sagen, da muss man noch einiges vorbereiten an der Infrastruktur. Weil zu sagen, jetzt wird einfach ein Poller hingestellt, das ist jetzt zu und hier geht es nicht mehr durch. Ich denke, das ist für die Geschäfte dann tatsächlich schwierig. Und da bekommen wir dann natürlich auch eventuell ja, einen gewissen Abzug aus der Innenstadt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Also da nehmen wir die Bürgerinnen und Bürger auf jeden Fall mit ins Boot und die Gewerbetreibenden ohnehin. Ja, danke schön. Der Herr Kunz wollte direkt darauf antworten. Nur noch vielleicht zur Ergänzung. Sie können das nicht wissen, weil es damals noch nicht bei uns gewohnt haben. Wir haben diesen Testlauf gemacht und haben nach dem Testlauf die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Und dann gab es die Umfrage und das Ergebnis war dann eben, dass es in der Form nicht gewünscht ist. Und ich glaube, man sollte nicht so lange Umfragen und Testläufe machen, bis einem das Ergebnis passt. Ich vertrete die Auffassung, wenn man die Bürger fragt,
dann muss man die Antwort auch vertragen können und ein Stück weit das, was der Bürgerwille ist, sollte dann später umgesetzt werden. Sie, der Rief hat da Redebedarf. Grundsätzlich ja, aber erstens einmal, wenn Sie schon sagen, ich habe da noch nicht gewohnt, dann ist die Umfrage nicht gestern, nicht vorgestern und nicht vor 2 Jahren gewesen. Zudem, soweit ich weiß, war es jetzt nicht so, dass sich eine Dreiviertelmehrheit dagegen ausgesprochen hätte und schon gar nicht von einer vielleicht jetzt Wahlbeteiligung von 50% aller Bürgerinnen und Bürger. Also ich denke, man muss es, wenn es neue Situationen gibt, schon neu bewerten. Das ist das eine. Und das zweite ist, es muss ja, wie gesagt, nicht nur dieses eine Konzept sein. Was ich mir zum Beispiel auch vorstellen kann, ist, dass es beispielsweise ab einer gewissen Uhrzeit einfach nur noch anlegerfrei wird. Warum? Wenn ich auf der Straße wohne, auf der Königsstraße, und ich sehe den Verkehr, der da nachts durchrauscht, zwar mit 10 km/h, ich weiß, das ist langsam, aber wer es mal hört, man hat durch die Straße, durch den Fahrbahnbelag einfach doch eine Geräuschbelastung für Anwohner. Und im Sommer auch für Gastronomie, wenn man draußen sitzt. Also ich kann mir vorstellen, dass man sagt, ab einer gewissen Uhrzeit nur noch Anwohner, Leute mit Anliegen, ansonsten vielleicht. Aber da gibt es Möglichkeiten, also das muss man ausloten. Gut, danke schön. Möglichkeiten suchen wir auch. Gerne, applaudieren Sie. Einerseits wünschen wir jetzt in der Königstraße ein bisschen Ruhe im Sinne von weniger Autos. Fast ein bisschen zu viel Ruhe ist aktuell im Bayerischen Hofplatz. Das Kino möchte große Pläne, hat große Pläne, möchte nach draußen, das Paul ist zu. Wie kann man denn das wiederbeleben? Sie wohnen ja in der Nähe, haben wir jetzt gerade erfahren. Wie können Sie denn den Bayerischen Hofplatz vielleicht persönlich und allgemein wiederbeleben, Herr Rief? Also der Bayerische Hofplatz ist auf jeden Fall ein Herzstück in Dillingen, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ein Platz für öffentliches Leben, der uns auf keinen Fall abhanden kommen darf. Jetzt habe ich mich da auch durchaus mit den Leuten unterhalten, die es direkt betrifft, die da was betreiben, Kino, Paul, und habe da auch die Meinung mal abgefragt, wie ist es denn? Natürlich ist das Ziel, dass ja jeder, sag ich mal, ein Stück weit auch von dem leben können muss. Fürs Kino ist es ganz klar, die einzige Möglichkeit, sich zu entwickeln, ist nach draußen zu gehen, neu zu investieren, weil die Kinos generell haben zurzeit einen sehr schweren Stand. Das hat mit den Entwicklungen zu tun, die es einfach gibt. Heimkino, Streamingdienste, also so ein Kino ist schon existenziell relativ am Limit, wenn sie nicht investieren. Waren Sie das letzte Mal im Kino? Das war dieses Jahr nicht, das gebe ich zu. Das war im... das war Ende letzten Jahres. Aber es ist wirklich so, ich bewundere deswegen auch den Mut der Betreiber zu sagen, wir machen eine so substanzielle Investition, da geht es um Millionen. Sicher ist natürlich, der Bayerische Hofplatz leidet darunter, das muss man sagen. Für mich also entscheidend ist zum einen, dass im Paul wieder was stattfindet, dass da ein Konzept kommt, das zur Innenstadt passt, dass auch ein Angebot liefert, das draußen in Anspruch genommen werden kann, also das bestuhlt sein kann, das wäre schon wünschenswert. Und zum anderen ist natürlich die Frage, was passiert mit dem Gebäude, das Kino und direkt angrenzend. Gibt es dafür Investoren? Ich denke, das muss man in enger Zusammenarbeit auch abstimmen und versuchen da eben auch geeignete Konzepte zu finden, weil ganz klar ist auch, das ist nicht einfach. Wenn man jetzt hier Wohnbebauung machen will, dann muss man sich die Unterschriften der direkten Anwohner einholen, also auch in Paul. Da gibt es viele Menschen, die da Einspruch erheben dürfen, zu Recht. Also es muss schon gemeinschaftlich passieren und es muss am Schluss schlüssig sein. Danke. Herr Kunz, wie bringen Sie wieder Leben rund um den Bayerischen Hofplatz? Ja, ich darf erinnern, wir hatten ja schon eine ganz andere Situation am Bayerischen Hofplatz. Damals hat das Modehaus Kimmel geschlossen, der Paul war zu, gegenüber war der Amberg leer und heute haben wir jetzt die Thematik, dass momentan eine Gastronomie nicht betrieben wird, ansonsten ist alles voll besetzt, auch noch das Kino. Trotz alledem ist es richtig und wichtig, dass man sich mit den Menschen unterhält, dass man schaut, wie man Innenstadt beleben kann. Und da gibt es einen klaren Grundsatz bei uns, eine klare Philosophie, die wir die letzten 12 Jahre gelebt haben, innen vor außen. Das heißt, alles, was wir entwickeln, alles, was wir schaffen, alles, wo wir Menschen in die Innenstadt ziehen können, ist gut. Alles, was draußen stattfindet, wollen wir so weit als möglich vermeiden. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, manche Bereiche, die gehen eben nicht. Da gehört ein Kino heute mit dazu. Ja, da muss man Verständnis haben für die Betreiber
es ist nicht anders machbar. Aber ansonsten, was die Einkaufsmöglichkeiten betrifft, konnten wir uns gut aufstellen in der Innenstadt. Und ich freue mich, dass wir eine der ganz, ganz wenigen Städte in ganz Bayern sind, Städte in der Größenordnung bis 20.000 Einwohner, die jetzt in zentraler Lage wieder ein Einkaufszentrum bekommen. Mit dem Müllermarkt, mit dem Schuhmarkt, mit dem Textiler. 2.300 Quadratmeter Fläche in zentraler Lage. Und das muss genau die Philosophie sein. Dann funktioniert die Innenstadt, wenn man versucht, alles, was geht, nach innen zu drücken. Ich bin mit den Eigentümern im Gespräch von Paul. Die haben natürlich ihre Überlegungen. Wir können von Seiten der Politik das mit begleiten, aber schlussendlich sind es Entscheidungen der Eigentümer, wie dann auch die Immobilie belegt wird. Herr Kunz, nochmal diese Überlegungen der Eigentümer. Können Sie da schon was dazu sagen? Das ist wahrscheinlich noch nicht spruchreif, oder? Ich könnte was dazu sagen, aber ich mache das grundsätzlich nicht. Die sind feste am Handeln, die haben ihre Überlegungen, die suchen Kontakte. Und wenn das Konzept spruchreich ist, dann werden es die Eigentümer mit Sicherheit auch der Öffentlichkeit präsentieren. Das wäre schlechter Stil, wenn es der Oberbürgermeister raustragen würde bei so einer Veranstaltung. Ja, danke schön. Wir haben da Verständnis, aber uns hätte es halt interessiert. Danke. Da habe ich Verständnis dafür. Sie wissen es nicht zufällig? Vielleicht ein bisschen mehr, aber ich halte mich da an einen ähnlichen Grundsatz. Das sind Unternehmer, die haben ihre unternehmerische Freiheit und es schadet eventuell auch, wenn zu viel zu früh gesagt wird. Apropos Schaden, Thema Onlinehandel. In Dillingen ist die Situation noch relativ komfortabel. Die Innenstadt lebt durchaus auch von seinem Einzelhandel. Aber was kann man denn aus Sicht einer Stadt tun, damit der Onlinehandel nicht doch mal gefährlich wird? Gegen den Onlinehandel an sich kann man wahrscheinlich relativ wenig tun, vor allem als jetzt Stadt direkt. Das ist ein Angebot, das ist eine individuelle Freiheitsentscheidung, das zu machen oder auch nicht. Was man auf jeden Fall tun sollte, was man tun kann und was ich persönlich auch mache, ist, ich kaufe einfach in der Stadt ein und ich bin stolz darauf, dass ich da alles bekomme, was ich brauche, dass es gute Waren, gute Qualität ist. Also Sie können mich jetzt anschauen, so wie ich heute dastehe, Hose, Hemd, Jackett, ist alles beim Dillinger Einzelhandel vor Ort gekauft. Da ist nichts online, das habe ich mir nicht zuschicken lassen oder irgendwelche Retouren. Das hat ja auch mit Abfallvermeidung zu tun, ne? Weil wir produzieren unglaublich viel Abfall, wir verbrauchen unglaublich viel Ressourcen und dieses schöne Angebot vor Ort nicht zu nutzen, das wäre eine Schande. Und da kann man eigentlich immer nur dazu auffordern und sagen, wer so tolle Geschäfte hat, das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Weil wenn sie erst mal weg sind und zu sind, dann ist das Kind meistens im Brunnen, weil dann überlegt sich der Nächste, der was Ähnliches vorhat, Mensch, der Letzte hat es nicht geschafft, der hat ein gutes Angebot, der hat einen tollen Service und trotzdem ist es nicht aufgegangen. Und klar, da kann die Stadt mit Stadtmarketing noch eventuell etwas unterstützen. Man kann schauen, dass der Mix in der Innenstadt stimmt zwischen den Angeboten der verschiedenen Geschäfte. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Aber grundsätzlich die Vorteile herausstellen, was es für uns auch für einen Wert an sich hat. Die lebendige Stadt, die lebt auch vom Einzelhandel, weil sonst stirbt da einfach viel weg. Und jeder sollte ein Interesse dran haben, das zu unterstützen. Und darauf kann man heute eigentlich auch mehr denn je stolz sein, wenn es um Klimawandel, um Ressourcenschonung geht, dass man sagt, jawohl, ich kaufe von hier. So soll man es machen. Vielen Dank. Herr Kunz, haben Sie Ihre Krawatte gekauft? In Dillingen. Wie übrigens mein Anzug, mein Hemd und meine Schuhe. Tutti completo. Aber ich mache das nicht nur im Wahlkampf. Gut, Spaß beiseite. Das mache ich aber auch nicht nur im Wahlkampf. Da gibt es da Rabatte im Wahlkampf. Mitnichten. Ich habe noch nie Rabatte bekommen. Schon gerade im Wahlkampf. Spaß beiseite. Also, wie schaut es aus? Ich sehe das schon so, dass es eine Hauptaufgabe der Kommune ist, unsere Geschäfte so zu positionieren, dass sie ja dem Online-Handel ein Stück weit widerstehen können und dass sie auch Position aufbauen können. Und von daher ist es bei mir Chefsache, dass ich sage, ich schaue einfach, dass es keine Leerstände gibt. Ich gehe einfach durch die Stadt, rede mit den Investoren, rede mit den Eigentümern, schaue nach neuen Geschäften und viele der Geschäfte, die wir angesiedelt haben,
Das ging alles über meinen Schreibtisch und so muss das laufen. Nur dann hat man eine Chance auf eine gute Entwicklung in der Innenstadt. Nur dann hat man eine Chance, dass man auch Paroli bieten kann gegenüber dem Onlinehandel. Und wir haben eine starke örtliche Wirtschaftsvereinigung. Ich bin dankbar, dass wir mit unserer WV hervorragend zusammenarbeiten in verschiedensten Bereichen. Da findet ein Meinungsaustausch statt. Wir schauen, dass wir gemeinsame Veranstaltungen auf die Bahn bringen und dass wir auch Aktivitäten an den Tag legen. Aktivitäten wie zum Beispiel die Bonuskarte. Die Bonuskarte zielt darauf ab, dass wir die Kaufkraft vor Ort binden. Und da mache ich tagtäglich Werbung dafür. Wir haben mittlerweile 25 Akzeptanzstellen und solche Maßnahmen muss es in Zukunft noch viel, viel mehr geben. Und genauso ist es auch mit Aktivitäten und Veranstaltungen in der Innenstadt. Die Menschen, die kommen ja nicht nur zum Einkaufen nach Dillingen. Die wollen ja eine Stadt, die lebt, die pulsiert. Und ich glaube, auch da haben wir die letzten Jahre, wenn ich hier vorne einen Herr Sauer sehe vom Kulturring, auch da haben wir die letzten Jahre viel vorangebracht. Wenn ich nur denke an die lange Einkaufsnacht vor 11, 12 Jahren, wo wir das erste Mal gesagt haben, wir machen eine lange Einkaufsnacht, gab es Dillinger, die haben da am Abend davor und am Nachmittag davor zu mir gesagt, Mai, wer soll denn da kommen, wenn man am Abend einkaufen dort? Heute der Renner, der umsatzstärkste Tag für unsere örtliche Wirtschaft. Genau das sind solche Maßnahmen, die wir in Zukunft stärken wollen, die wir ausbauen müssen, damit wir eine Chance haben gegen den Onlinehandel. Und man muss immer eines wissen, der Onlinehandel, der schafft keine Arbeitsplätze vor Ort. Der Onlinehandel, der sorgt auch nicht für belebte Innenstädte. Und der Onlinehandel, der zahlt auch keine Gewerbesteuer. Dankeschön. So, alle mal kurz ein bisschen durchatmen. Wir machen einen kleinen Sprung zum leichteren Thema. Kurze Antworten und einen Satz, warum Sie sich für welche Antwort entschieden haben. Herr Kunz, wir würden mit Ihnen anfangen. Tatort oder Let's Dance? Tatort. Weil Sie nicht tanzen wollen können? Ist nicht familienkonform, Tatort. Herr Rief, FC Bayern München oder die SSV Dillingen? Also schon SSV Dillingen, weil mit dem FC Bayern mag ich auch, aber da kann es einfach das Herz nicht so mitschlagen. Ach, der VfB, nein. Ich bin da eher etwas neutral, aber wenn ich was anschaue, dann gerne direkt am Ort. Ist mir lieber. Auto oder Bahn, Herr Kunz? Beides. Ja, das geht nicht. Dann muss man ehrlich sein, die Bahn kann man nicht immer nehmen, dann ist es ein regelndes Auto, ja. Adria oder Sylt? Eher die Adria. Ist mir sympathischer. Also ich bin jetzt einer, der gerne ein bisschen, sagen wir mal, eher bodenständig Urlaub macht und ein bisschen Kultur drumherum entdeckt. Und Sylt Einsatz? Ist man, glaube ich, dann. Da sind sie auf dem Glatteis mit Sylt. Ja. Da wird es auch Kultur geben. Jeans oder Anzug? Privat Jeans, dienstlich Anzug. Bier oder Wein? Als Württemberger wahrscheinlich eher Viertele, aber nein, ich trinke auch beides gerne. Morgenmensch oder Nachteule? Nachteule. Da kann man alles aufarbeiten. Halbmarathon oder Nordic Walking? Halbmarathon, eindeutig. Welche Zeit? Ach so. Ist momentan noch nicht messbar. Aber ich habe mir vorgenommen, nach dem Wahlkampf mehr machen wieder. Pizza oder Schweinebraten? Ha, dann schon was Deftiges. Schweinebraten. Workaholic oder Work-Life-Balance? Wenn ich da jetzt ehrlich sein muss, schon leichter Workaholismus manchmal, aber wenn es halt Themen sind, die mir selber an den Fingern brennen, dann kann ich den Hammer auch nicht fallen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielen Dank. Gut, wir haben jetzt in dieser Auflockerungsrunde haben wir jetzt, ja, wie soll man sagen, das ist jetzt nicht ganz einfach. Sie sollen Sätze vervollständigen. Und los ging es mit dem Herrn Kunz. Herr Kunz, im Vergleich mit mir ist Tobias Rief auch ein netter Mensch. Herr Rief, was schätzen Sie sehr am Dillinger Oberbürgermeister? Da
dass er eine anpackende Natur hat und ihm die Themen der Menschen schon am Herzen liegen, würde ich sagen. Das kann man schon so schätzen. Wir bleiben beim Herrn Rief. Herr Rief im Kings Road Pub in Dillingen. Da trinke ich am liebsten Hop House 13 mit Freunden. Herr Kunz, wenn ich mir unsachliche Kritik anhören muss, dann würde ich am liebsten Sie nicht hören. Okay. Herr Kunz, wir bleiben bei Ihnen. Im neuen Escape Room am Stadtpark werde ich demnächst mal wieder vorbeischauen und hoffentlich die Lösung finden. Herr Rief, die vielen Kirchtürme im schwäbischen Rom. Finde ich unglaublich wichtig für so ein tolles Stadtbild, weil ohne wäre es nicht dasselbe. Gut. Damit kommen wir wieder zu Sachthemen und zwar zu dem Komplex Mobilität und Wohnen. Und wir beginnen bei Dillingen unterhält einen Stadtbus und schießt hier jährlich hohe Summen zu. Mit dem Ergebnis, dass der Stadtbus trotzdem oft leer ist. Herr Kunz, wie wollen Sie das ändern? Wir haben uns Gedanken gemacht, wie man den Stadtbus attraktiver gestalten kann und haben auch hier mal wieder die Bürger ins Boot geholt mit der Umfrage. Und da gab es das Ergebnis, dass wir eine Gesamtzufriedenheit hatten, nahe 80% mit dem Stadtbus. Mit dem Rufbus, der die Stadtteile Frischting, Kecklingen, Steinheim anbietet, waren es so 75%. Und trotzdem gab es einzelne Punkte, wo wir gesagt haben, Mensch, da können wir noch nachjustieren, Haltestellen, das Angebot insgesamt betrifft, wollen wir nachlegen. Und da wird es demnächst auch einen Versuch geben. Wir haben eine große Baumaßnahme anstehen, eine Baumaßnahme beim Bahnhof, in der Bahnhofstraße. Dort wird ja das Parkhaus gebaut und in der Zeit können wir leider eben diese Parkplätze nicht nutzen, wenn das Parkhaus erstellt wird. Und hier haben wir im Stadtrat gesagt, versuchen wir es mal mit einer kleinen Einheit, mit einem Sprinter. Schauen wir mal, ob der angenommen wird. Wir richten einen zentralen Parkplatz ein am Festplatz, machen eine Viertelstundentaktung und das Ganze soll während der Bauzeit kostenlos sein. Also, für uns Schwaben kostenlos, nicht ganz schlecht. Viertelstundentaktung auch nicht ganz schlecht. Und das soll auch die Versuchsphase sein, die Versuchsphase dafür, ob zusätzliche ÖPNV-Angebote auch mit angenommen werden. Und vielleicht noch ein bisschen was zu den Zahlen. Wenn man sagt, der wird nicht angenommen, dann ist es so nicht ganz richtig. Wir haben Zeiten, da ist der Bus voll. Das ist in der Früh, wenn die Schüler fahren von Hausen, Schretzheim, Donaualtheim, wenn die reinkommen, wenn die wieder rausfahren von der Schule, ist er ebenfalls voll. Wir haben Schwachlastzeiten, da haben wir eben weniger Fahrgäste. Insgesamt sind es im Jahr 60.000 Fahrgäste jedes Jahr, die mit unserem Stadtbus fahren. Wenn man es runterbricht, im Sommer weniger, klar, da fahren die Menschen mit dem Rad. Im Winter sind es dann wieder mehr, im Schnitt grob 200 am Tag. Dankeschön. Ich hätte gleich eine Folgefrage. Die zweite Frage wäre gewesen, den Stadtbus ganz kostenlos zu machen. Wäre das eine Option? Dillingen könnte es leisten. Die Aussage, dass Dillingen sich das leisten kann, ist schlichtweg falsch, wenn man sich unsere finanziellen Verhältnisse anschaut. Wir werden allein aufgrund der zahlreichen Aufgaben, die wir in diesem Jahr haben, unsere Pflichtaufgaben, die wir erfüllen wollen und erfüllen müssen und auch dementsprechend erfüllen werden, werden wir in die Verschuldung gehen und von daher haben wir auch nicht die Finanzspanne, dass wir jetzt zusätzlich Mittel da in die Hand nehmen. Und man muss auch mal grundsätzlich sehen, dass es schon Mittel auch sind von der Allgemeinheit, die wir hier in ÖPNV stecken. Nur der Stadtbus kostet uns als Stadt jedes Jahr 200.000 Euro. Und wenn wir jetzt über diesen Sprinter reden, über diesen kleinen Sprinter, der eine Linie versorgt, also nur eine Linie und den lassen wir kostenlos laufen. Das sind Kosten in jedem Monat in Höhe von 10.000 Euro. Das heißt, eine Linie im Jahr 120.000 Euro. Also ganz kostenlos kann und wird es das nicht geben, wenn wir ansonsten in anderen Bereichen nicht mehr handlungsfähig sind. Es sei denn, jemand sagt, ich streiche andere Leistungen raus. Ist wie daheim, alles geht nicht und der Kämmerer kann im Rathaus im Keller nicht das Geld drucken. Dankeschön.
Herr Rief, wie wollen Sie den Stadtbus attraktiver machen, sodass noch mehr Menschen drin fahren? Also durchs Gelddrucken im Rathauskeller wird es nicht gehen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber der Ansatz ist schon der, zu sagen, in den Niedriglastzeiten geht man auf kleinere Einheiten, möglicherweise am besten sogar mit einem regenerativen Antrieb. Das wäre schon ein ganz großer Schritt. Das zweite Thema ist, wo man sich immer drüber im Klaren sein muss, wenn es um die Nutzung von Angeboten geht oder um eine Attraktivierung, dann steht zuerst ein verbessertes Angebot und dann wird es mehr genutzt. Man kann nicht sagen, erst kommt mehr Nachfrage und dann passen wir das Angebot an. Das ist gerade bei ÖPNV so nicht möglich. Deswegen wäre es auch da sinnvoll zu schauen, wo die meisten Verkehrsströme herkommen, hinkommen. Es gibt auch noch ein bisschen Potenzial bei den Rufbussen, weil ich da jetzt gerade in den Stadtteilen festgestellt habe, es gibt einige, die benutzen den recht gern und es gibt andere, die wissen es nicht, wie es geht oder kennen ihn noch nicht. Der wird zwar gut beworben, aber da kann es vielleicht doch nochmal gut tun, wenn es nochmal einen Schub gibt, wenn es da noch ein bisschen mehr bekannt gemacht wird. Aber grundsätzlich ist das ein typischer Fall für eine Gegend bei uns, wo man überregional und interkommunal tätig werden sollte. Warum ist das so? Wenn man jetzt schaut und sagt, naja, wer ist denn der nächste große Verkehrsverbund? Das ist Augsburg. Der Augsburger Verkehrsverbund ist für uns hier draußen eigentlich keine Option. Die haben ein Schienennetz, das ist sehr teuer in der Haltung. Das Angebot haben wir hier draußen aber nicht. Das heißt, die Preise des Augsburger Verkehrsverbunds sind bei uns dem Angebot nicht angemessen. So, das wird nicht funktionieren. Was man machen kann und machen sollte, ist zu schauen, kann man mit den umliegenden Städten und Gemeinden zusammenarbeiten? Könnten wir hier uns einen eigenen Verkehrsverbund Donaustadt zum Beispiel oder Donauregion schaffen, wo man von Gundelfingen bis Höchstädt und von über noch Wertingen meinetwegen, Wittislingen, andere mit einbinden kann, sagen kann, wir schaffen attraktive Verbindungen, schauen zu welchen Zeiten sich's rentiert, stellen es zusammen auf die Beine und kriegen dann auch mehr Leute dafür begeistert. Und außerdem, es ist ein Gebot der Stunde, das müssen wir ganz klar sehen. In Nürnberg ist jetzt, sind genug Unterschriften da, da geht es um dieses 1 Euro pro Tag Ticket. Das heißt, für alle, also nicht nur für Schüler, nicht nur für Rentner, sondern wirklich für jeden. Und ich finde sowas und ein niedrigschwelliges Angebot sind schon mal die Grundvoraussetzung, um die Menschen für solche Angebote auch zu begeistern. Und dann wird es bestimmt auch genutzt, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir da vorgehen. Gut, danke schön. Ich möchte die Frage nochmal an Herrn Kunz zurückgeben. Brauchen wir einen neuen Verkehrsverbund und viele neue Angebote in Dillingen? Ja, da geht es ja zunächst mal um Zuständigkeiten. Zuständig für den öffentlichen Personennahverkehr ist der Landkreis. Das ist die Gebietskörperschaft, die auch hier die Ausschreibungen macht, die die Festlegungen trifft, wohin die Reise geht. Das heißt, es ist nicht die Aufgabe der Kommune. Also müssen wir wissen, über was wir da reden. Der Stadtlinienverkehr selber, den hat der Landkreis ausgeschrieben für die Stadt Dillingen. Die Stadt Dillingen begleicht das Defizit und somit sind wir wieder mit dem Boot. Was aber schon bei uns der Fall ist, und es gibt es bereits, dass wir mit zahlreichen Kommunen, und da bin ich im Landkreis sehr, sehr dankbar, mit zahlreichen Kommunen haben wir dann, wenn die Linien nicht funktionieren, die Linien vom ÖPNV, haben wir sogenannte Rufbusse. Also nicht nur in unsere Stadtteile, das gibt es flächendeckend im gesamten Landkreis. Da kommt eine Kommune A zur Stadt Dillingen, zum Landkreis, sagt, Mensch, könnten wir in der Linie verstärken. Und dann machen wir das. Wir haben da eine Drittelteilung bei den Kosten. Und da gibt es zahlreiche Gemeinden, mit denen wir solche Verträge haben. Als Beispiel unsere Nachbarkommune Mörschlingen. Mit der Nachbarstadt selber haben wir jetzt noch keine, sind wir aber vollkommen offen, weil wir in ganz, ganz vielen Bereichen gut zusammenarbeiten. Aber das ist eben auch immer eine Frage der Finanzen, wo sich viele Kommunen dann eher zurückhalten. Wir machen das sehr gerne. Und noch ein Punkt zum Antrieb. Unsere Stadtbusse, wohlgemerkt nicht die Linienbusse, für die der Landkreis zuständig ist. Unsere Stadtbusse, ich habe nochmals unseren Ordnungsamtschef gefragt, der zuständig ist von ÖPNV, unsere Stadtbusse haben Hybridantrieb. Gut, wir kommen zu einem weiteren wichtigen Thema, das ist das Thema günstiger Wohnraum. Auf dem Wohnungsmarkt haben es viele Familien mit vergleichsweise geringem Einkommen schwer.
etwas geeignet, überhaupt etwas zu finden. Und da wollte ich den Herrn Rief fragen, was würden Sie, wenn Sie zum OB gewählt würden, dagegen tun? Also das Thema Wohnbau ist wirklich ein großer Komplex, aber eigentlich der entscheidende und im Endeffekt die soziale Frage, um die es bei uns in den nächsten Jahrzehnten ganz arg gehen wird. Wir haben seit 2012, also seit 8 Jahren, 58% Steigerung im Durchschnitt bei den Mieten. Das sind Steigerungen, die hat kein Mensch mit seinem Einkommen erzielt in der Zeit. Und das macht es schwierig. Das heißt, das geht aber da jetzt nicht nur um Menschen, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Es geht um Menschen, die ihr Leben lang in Dillingen gewohnt haben, die auch gerne dort wohnen bleiben wollen und nicht rausziehen, dass die ein Angebot finden. Und deswegen ist das Thema auch absolut ganz oben und bei den Themen, wie der Herr Kunz vorhin schon gesagt hat, Chefsache, definitiv. Warum? Die Stadt hat die Möglichkeit, sich aktiv am kommunalen Wohnbau zu beteiligen, am Wohnungsmarkt. Sie kann das machen, indem sie Grundstücke, die sie in einem eigenen Besitz hat, vergibt, beispielsweise an die Wohnbaugenossenschaften oder man beauftragt das Kommunalunternehmen, tätig zu werden. Wenn man das macht und man gibt die Grundstücke unter Marktwert weiter, kann man sich dafür als Stadt Belegungsrechte zusichern lassen. Das heißt, man hat dann auch noch Einfluss und Gott sei Dank hat der Freistaat Bayern das staatliche Wohnbauförderprogramm verlängert und auch da ist es möglich, nochmal an Gelder zu kommen, um hier wirklich bezahlbaren Wohnraum auf Sicht auch zu schaffen. Aber natürlich ist der Schlüssel Grundstück und auch da ist es ganz entscheidend zu sagen, nachverdichten, es ist nicht leicht, da dran zu kommen. Ich setze da auch im ersten Schritt definitiv auf den Dialog, um zu sagen, so, wir brauchen erstmal Flächen, die geeignet sind und dort mit den bisherigen Eigentümerinnen und Eigentümern ins Gespräch zu kommen, wo gibt es Brachen, erschlossenes Bauland und wo gibt es eine Option für die Stadt, da eben auch aktiv einzugreifen. Weil wenn wir den Markt sich selbst überlassen, da werden auch Wohnungen gebaut, aber in der Regel höherpreisig, höherwertig. Und das liegt vor allem daran, weil der Markt das hergibt, weil es einfach Menschen gibt, die diese Preise bezahlen können. Und es ist auch wichtig, dass das gebaut wird, also gar keine Frage. Da muss man das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber die Stadt muss natürlich schauen, dass nicht nur profitmaximiert gebaut wird, denn in Zeiten von Nullzins ist es natürlich so, wer Geld investieren will heute und anlegen möchte, der kriegt Profit eigentlich nur noch auf zwei Wegen, im Hochrisikogeschäften, also an den Finanzmärkten mit bestimmten Produkten oder eben über Grundstücke. Und diese Grundstücksspekulation ist eben was, das sage ich jetzt mal für viele Normalbürger, die täglichen Kosten in die Höhe treibt. Und da gilt es als Kommune, als Stadt unbedingt dagegen zu halten, aktiv zu werden, die vorhandenen Programme zu nutzen und vor allem auch in Zusammenarbeit, in engem Austausch mit der Wohnbaugenossenschaft zu handeln. Dankeschön. Herr Kunz, die Frage an Sie, sozialer Wohnungsbau, hat Dillingen hier Nachholbedarf oder muss Dillingen mehr tun in dem Bereich? Machen wir es mal zunächst rein an Zahlen fest. Wenn man sich die Einwohnerentwicklung anschaut, man geht ins Jahr 2009 und geht bis 2019, dann haben wir einen Zuwachs von rund 1000 Einwohner. Also innerhalb 10 Jahre Zuwachs von 1000 Einwohner. Was steht dem an Baugenehmigungen gegenüber? Dem stehen in Summe 924 Baugenehmigungen gegenüber. Was sind das konkret? Einfamilienhäuser 303, Reihenhäuser, Doppelhäuser 42, Mehrfamilienhäuser 444 Wohneinheiten. Ja? Und jetzt kommt das Spannende, das ist genau das, das möchte ich auch unterstreichen, was der Kollege gesagt hat. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir schauen, dass wir auch Wohnraum schaffen für Menschen, die eben nicht nur auf der Sonnenseite stehen, Wohnraum, der auch bezahlbar ist. Und das machen wir in verschiedensten Bereichen. Wir machen das mit unserer Baugenossenschaft. Unsere Baugenossenschaft hat alleine in den letzten Jahren 100 Wohnungen saniert am Lustgarten mit einem Volumen von über 10 Millionen Euro. Wir haben von Seiten der Stadt auch unsere städtischen Wohnungen saniert. Ja? Wir haben 50 an der Zahl, sind wir sehr froh. In der Baugenossenschaft übrigens 430 Wohnungen. Das ist schon eine Hausnummer. In Summe 500 Wohnungen bei uns in der Stadt. Und trotzdem haben wir einen weiteren Bedarf. Woher man das rührt, wahrscheinlich sind es andere Lebenswirklichkeiten, weil vielleicht die eine oder andere Ehe auseinandergeht, weil man vielleicht früher daheim auszieht. Weil an sich, wenn man auf 1000 Einwohner mehr
rund 900 Genehmigungen hat, müssen wir sagen, müsste ausreichen. Aber es reicht nicht aus und deshalb haben wir von Seiten des Stadtrats gesagt, wir suchen nicht nur nach dem Grund, nach dem Baugrund, wir haben ihn bereits. Wir haben das alte Areal der Glasveredelung, das sind in Summe 15.000 Quadratmeter, haben wir uns über das Kommunalunternehmen gesichert und dort wollen wir einen bunten Blumenstrauß entstehen lassen, wohnen für Menschen im Alter, wohnen für Menschen mit Behinderung, wohnen für Menschen, die bezahlbaren Wohnraum suchen. Und da brauchen wir Partner, Partner an der Seite. Warum? Wenn wir das über das Kommunalunternehmen machen, wenn wir das über den städtischen Haushalt abwickeln, dann kommen wir sehr, sehr schnell an die Grenzen der Genehmigungsfähigkeit und wird uns der Landkreis irgendwann sagen, das lassen wir in der Form nicht mehr zu. Wenn wir aber eine Baugenossenschaft haben, wenn wir private Investoren haben, wenn wir die Caritas haben, das sind alles Projekte, die wir in den letzten Jahren realisiert haben, dann sind wir auf einem guten Weg und dort soll etwas entstehen, ein Mehrwert für die Bürgerschaft und das wollen wir ebenfalls wieder gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen von einem städtebaulichen Wettbewerb entwickeln und alle mit einbeziehen, damit die Bürger auch mitreden können. Was soll denn da entstehen auf diesen 15.000 Quadratmetern? Wie soll das ausschauen, damit auch ein Mehrwert da ist für die Bürgerschaft, auch im Bereich des sozialen Wohnungsbaus? Vielen Dank. Nochmal kurz durchatmen. Wir kommen zur zweiten Auflockerungsrunde. Wir teilen uns die Fragen. Du rechts, ich links. Der Herr Kunz darf gerade beginnen. Ja, Herr Kunz, wo könnte denn Ihr Herausforderer frischen Wind nach Dillingen bringen? Jetzt muss ich nachdenken. Vielleicht bei der Ansiedlung von einem Traktorenwerk. Er kennt sich mit Traktoren ganz gut aus. Herr Rief, was können Sie besser als der Amtsinhaber? Hochgesteckte Erwartung auf jeden Fall, ein Traktorenwerk, muss ich sagen. Besser können ist schwer zu vergleichen, das maße ich mir nicht an. Dazu kenne ich den Frank Kunz als Oberbürgermeister und als Mensch zu wenig, als dass ich das vergleichen könnte. Ich bin eine ganz andere Type Mensch, wahrscheinlich. Das werden die Bürgerinnen und Bürger halt feststellen. Jeder hat da so ein bisschen seinen eigenen Stil. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Stil eben auch die Menschen begeistern kann. Mal ganz offen gesprochen, so unter uns. Ja. Glauben Sie wirklich, dass Sie Chancen am 15. März haben? Sie müssen dran glauben, ja, sonst ist es ja schwierig. Aber auf der anderen Seite, mir war schon klar, dass die Aufgabe sehr schwer ist, dass die Schuhe wirklich groß sind, aber die Demokratie ist so gemacht, dass dennoch um die besten Ideen gestritten werden muss. Es muss doch immer möglich sein, hier zu sagen, lasst uns einsetzen und lasst uns in diesen Wettbewerb gehen und dann sollen die Menschen ihre Entscheidung treffen. Jeder so, wie er es gerade für sich am ehesten empfindet, in welche Richtung er möchte. Und ich denke, dann bekommen wir auch das allerbeste Ergebnis. Das ist es, was Demokratie so toll macht. Das ist es, was uns so gut macht. Danke. Herr Kunz, willkommen zu Ihnen. Sie können auch ganz offen sprechen. Das mache ich immer. Meistens. Ja. Was können Sie von Ihrem Herausforderer lernen? Da geht es mir genauso. Ich kenne jetzt den Tobias Rief noch nicht. Darum wäre es jetzt vermessen, heute was zu sagen. Aber ich fest davon überzeugt bin, wenn jemand so eine Position hat beim Traktorenwerk, da könnt ihr mit Sicherheit was lernen über Traktoren. Da bin ich fest davon überzeugt. Ja gut, Sie kennen sie beide zu wenig, aber da wäre im Stadtrat möglicherweise Gelegenheit. Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 15. März. Und nicht wir beide. Herr Kunz, wir bleiben trotzdem jetzt bei Ihnen und zwar, was war der größte Erfolg in Ihrer Amtszeit bisher und der größte Flop? Das muss ich nachdenken. Gar nicht so ganz einfach. Es gibt jetzt eigentlich an sich nicht den größten Erfolg. Mit Sicherheit eine ganz tolle Sache war das, dass wir die Baureife erreicht haben für die B16 neu und dass wir die B16 neu realisiert haben, nach Jahrzehnten des Kampfes, das war ein großer politischer Erfolg, bei dem viele mitgewirkt haben. Und
Ja, das ist auch die Art und Weise, wie ich mein Amt verstehe, dass man gemeinsam im Team arbeitet. Ich bin heute noch dankbar für alle, die da mitgeholfen haben. Und der größte Flop, ich würde sagen, das schlimmste Ereignis war mit Sicherheit unser Rathausbrand. Das war ein Abend, der einfach nur grausam war und den ich keinem wünsche und wo ich heute noch sehr, sehr dankbar bin, dass die Rettungskräfte mit dazu beitragen haben, dass niemand verletzt worden ist, dass wir alle heil rausgebracht haben, dass am Schluss der Schaden eingegrenzt worden ist. Also von daher, das war mit Sicherheit das schlimmste Erlebnis. Gut, danke schön. Herr Rief, wenn Sie zum neuen Oberbürgermeister gewählt werden, dann sind Sie auch Chef von sehr, sehr vielen Mitarbeitern. Was sind Ihre Fähigkeiten? Was befähigt Sie, diese Mitarbeiter zu führen? Also, wer mich kennt, der weiß, dass mir immer was im Kopf rumgeht. Weil Visionen zu haben, Ideen zu haben, das ist wichtig. Das wächst, das gedeiht. Und erst im Austausch merkt man, was für Potenzial drin steckt. Und aus diesen Ideen und aus diesen Diskussionen kommen dann manchmal so geniale Projekte. Und ich hoffe, dass diese Begeisterung dann überschwappt, dass die alle mitgehen wollen und sagen, jawohl, da können wir was realisieren. Also da steckt immer ein Stück weit eine Utopie drin. Aber wenn ich sage, hey, das ist was, da ist was Wahres dran, dann können wir zusammen viel erreichen. Und gerade, dass so viele Menschen zusammenarbeiten, ist eine Riesenchance, da immer wieder draus zu schöpfen. Das heißt, ich hoffe, dass diese vielen Kolleginnen und Kollegen da eben auch ein Quell für Neues sind und immer neue Denkanstöße auch für mich, dass ich welche geben kann, aber genauso viele auch selber bekommen. Apropos Denkanstöße, dass Sie tatsächlich kandidieren, das hat doch ein bisschen gedauert. Sie haben überlegt, warum denn? Deswegen, warum ich es jetzt, also jetzt weiß ich es, was ich vorher schon geahnt habe. Also Punkt 1, mir tun jetzt jeden Abend die Füße weh, weil ich so im Schnitt so 12 bis 17 Kilometer am Tag unterwegs bin, auch zu Fuß durch Dillingen. Bleibt einfach nicht aus. Man muss ja alles sehen. Menschen treffen und kennenlernen kann man nur dort, wo sie zu Hause sind. Ich habe 2 Paar Schuhe komplett durchgelaufen. Die fliegen auch direkt raus. Da freut sich der Dillinger Einzelhandel. Ja, ich kaufe es auch danach, versprochen. Und es ist tatsächlich, was man so gerne eine Ochsentour nennt. Aber da sind wir wieder, wo wir vorhin waren. So ein bisschen Workaholic steckt drin. Das heißt, irgendwo mache ich es dann doch gern. Das treibt mich an und da gehe ich gerne weiter. Und ich muss sagen, mich haben diese ganzen Gespräche auch wirklich weitergebracht. Also ich für mich selber habe dazugelernt und das ist das, was ich mir auch erhofft habe, dass es eben für mich auch was ganz Neues, eine neue Erfahrung ist, diese ganzen Meinungen auch mitzubekommen, um was es geht. Und das sind oft Dinge, die kann man sich zu Hause sitzend und nachdenken, da kommt man nie drauf. Das ist einfach viel wert. Das ist ein großer Erfahrungsschatz. Und sollte ich in den Stadtrat kommen, zum Beispiel dann müssen auch... Müssen Sie kürzer reden. Dann ja. Danke. Gut, Herr Kunz, ist wieder mal ganz offen gesprochen. Wir sind ja jetzt fast schon privat. Haben Sie sich nicht geärgert, dass Sie überraschend doch noch einen Gegenkandidaten bekommen haben? So nach dem Motto, hat es das jetzt auch noch gebraucht? Also, bei mir hat es nicht viel geändert. Ich habe von vorne weg seit meiner Nominierung gesagt, ich mache meinen Wahlkampf, wie ich ihn auch vor 6 Jahren gemacht habe, wo ich keinen Gegenkandidaten hatte. Und geärgert hat mir das nicht im Ansatz. Sonst wird man heute doch nicht in so einer Runde auf dem Podium stehen, oder? Also, ja. Freuen wir uns doch drüber. Wir wechseln nochmals ein bisschen anstrengend, aber doch nicht überraschendes Thema, und zwar Thema Klimaschutz. Herr Liefi wird mit Ihnen anfangen. Muss Dillingen mehr in Sachen Klimaschutz machen? Wie steht Dillingen da? Also, da ist noch viel Luft nach oben. Woran liegt's? Das liegt daran, dass, wenn man sich überlegt, wie ist die Stadt, in der ich selber lebe, wie soll sie sein, was stelle ich mir vor? Wenn ich mir vorstelle, es könnte ein paar mehr Bäume geben, Alleen, es könnte noch mehr blühen. Und das ist das Schöne, weil wir eben nicht so eine Großstadt sind wie jetzt Augsburg oder München. Wir haben kleinere Strukturen und da können wir wahnsinnig viel machen. Wir sind auf dem Land, wir haben auch viele Menschen, die sich damit auskennen. Das heißt, zum einen mehr Grünflächen,
realisieren. Manchmal sind kleine Inseln unglaublich viel wert. Ich freue mich auch immer wahnsinnig, wenn der Bauhof dann im Sommer, gerade zum Beispiel vor der Apotheke, wo sich die Straße teilt, diese Pflanzkübel so schön herrichtet. Das hat viel Wert, aber da geht noch mehr. Vor allem eben auch blühen muss es. Da blüht mir noch ein bisschen zu wenig. Und bei den Bäumen ist immer so ein bisschen das Gefühl, da wird immer drüber geärgert, Mensch, da ist ein Baum, der macht so viel Dreck im Herbst. Ich selber habe einen Riesenbaum im Garten, der macht unglaublich viel Laub und er macht unglaublich viel Spaß, weil dann räche ich das zusammen, schmeiße nicht alles weg. In dem Laubhaufen überwintert dann der Igel und wenn man den umdreht, unten drunter sind dann auch sehr viele Insekten. Also da müssten wir einfach schauen, dass wir mehr Bäume, mehr blühende Flächen und wenn wir öffentliche Gebäude haben, gerne atmende Gebäude bauen, dass da begrünte Fassaden sind, dass die Dächer grüner werden. Und auf denen dann eben selbstverständlich auch Photovoltaik und Solar Platz haben. Das sollte keine Ausnahme, das muss die absolute Selbstverständlichkeit sein. Und da hat es schon noch Luft nach oben, weil wir haben jetzt auch im neuesten Klimaschutzbericht gesehen, das meiste Nachholbedürfnis insgesamt über ganz Deutschland gibt es im Bereich Heizen. Die Heizen ist einfach immer noch das große Thema, wo viel auf fossile Energie verwendet wird. Da müssen wir definitiv runter und eben auch versuchen, Wärmeverlust zu vermeiden. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach ein wichtiger Punkt ist, dass die Stadt in Zukunft einfach auch sagt, wenn wir neue Häuser, wenn wir neue städtische Gebäude bauen, dann bitte auch nach dem Passivhausstandard. Und das rechnet sich dann zwar nicht sofort, aber nach einigen Jahren schon, nach 10, 15 Jahren, ist man da absolut im grünen Bereich. Und so soll es sein und da wollen wir hin. Vielen Dank. Herr Kunz, blüht Sini auch noch zu wenig in der großen Kreisstadt? Ich denke, dass wir da durchaus vorzeigbare Ergebnisse haben. Wir sind ja Pilotkommune für die Aktion. Der Landkreis blüht auf. Mir freut es ganz besonders, dass auch Vertreter von den Grünen heute mit da sind. Die machen genau an so einer zentralen Stelle gemeinsam mit uns ein Projekt beim Kollegengarten, wo es blüht. Und man muss dann auch wissen, dass es manchmal nicht gleich blühen kann. Ja, das ist schwierig. Da sagen die Leute immer, was passiert denn da jetzt? Es dauert halt mal ein, zwei Jahre, bis dann das so ausschaut, wie das Ergebnis gewünscht ist, dass auch die Biodiversität da ist, dass das auch ja, der Artenvielfalt gerecht wird. Und da haben wir in verschiedensten Bereichen, an verschiedensten Stellen in unseren Stadtteilen der Kernstadt, haben wir da einzelne Aktionen auch wieder für heuer geplant. Ich bin sehr dankbar, dass uns da auch verschiedene Beteiligte begleiten. Zum Beispiel auch unsere Landwirte. Auch die machen Blühstreifen. Ja? Und da sage ich herzliches Vergelt's Gott. Ich sage danke an unsere Obst- und Gartenbauvereine, die mit uns gemeinsam in den Stadtteilen solche Aktionen gemacht haben. Und am Schluss muss es natürlich auch jeder selber machen, bei sich daheim. Und muss sagen, was kann ich mit dazu beitragen? So wie in allen Bereichen, immer nur mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, ist schwierig, weil dann zeigen drei auf einen selber. Was das Thema ja, CO2 betrifft, was auch ja, da gemacht werden kann von der Kommune, da kann ich nur sagen, wir haben seit 2011 Ökostrom in allen Gebäuden, in allen öffentlichen Gebäuden. Wir haben Ökostrom in der Straßenbeleuchtung. Und 2011, da gab es diese Debatte um das CO2 in der Form noch nicht. Das heißt, da war die Stadt Dillingen Vorreiter. Wir haben auch unsere Beleuchtungen umgestellt auf LEDs, sind hier noch mit dabei und wir haben auch mehrere Photovoltaikanlagen. Und dann am Schluss breche ich es wieder runter zum Frank Kunz. Da sage ich, was macht man daheim? Ich habe bei mir eine Solaranlage auf dem Dach. Ich habe nach ENV gebaut und ich habe auch Ökostrom. Übrigens Ökostrom von unseren Stadtwerken. Ich habe einen regionalen, einen örtlichen Anbieter, ganz bewusst. Und manchmal sind es die kleinen Sachen. Das ist eine Powerbank. Die wird daheim mit grünem Strom geladen und dann, wenn Sonnenlicht drauf fällt, Tageslicht drauf fällt, dann macht es der Rest. Also, jeder kann mithelfen, jeder kann mit dazu beitragen und dann geht es in unserer Welt gut weiter. Vielen Dank. Apropos Strom, Ladestationen für E-Autos in Dillingen, Herr Kunz, so viele gibt es da jetzt noch nicht. Muss man das ändern? Wir haben ja schon mehrere Ladestationen am Hofbräuparkplatz, wir haben Ladestationen bei den Stadtwerken und wir haben in der Planung von unserem Parkhaus in der Bahnhofstraße ebenfalls diese Ladestation mit dabei, aber wir dürfen nicht nur an die Autos denken. Wir brauchen auch für die E-Bikes Ladestationen und hier haben wir seit kurzem eine Ladestation bei uns am Rathaus. Bitte nutzen, bitte annehmen. Ich weiß, die Dillinger, wenn die zum Einkaufen kommen,
dann rendiert sich das nicht. Aber ich freue mich schon auf den Sommer, wenn die ganzen Radtouristen durch unsere Innenstadt fahren, dass die dann dieses Angebot annehmen. Danke. Herr Rief, wie stehen Sie zu den E-Ladestationen? Also ganz klar, es gibt zu wenig. Das kann man nur so stehen lassen, weil wenn man mal anderswo unterwegs ist, da gibt es auf den Marktplätzen, an den Rathäusern, bei den Einkaufsgelegenheiten, eigentlich überall und gerade auch auf Firmenparkplätzen viele Angebote. Dass die Stadt nicht alles selber in der Hand hat, immer ist klar, aber es muss uns ein Anliegen sein, dazu zu motivieren und überall genau da das auch so zu machen. Übrigens die E-Bike-Ladestationen, muss ich sagen, das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, weil das ist eine Möglichkeit, zum einen mit dem Fahrrad und zum anderen noch was, also auch für die Umwelt zu tun. Also das ist überhaupt so eine Geschichte, wo man sich in Zukunft überlegen kann, auch an einem Bahnhof, wenn es über dem Fahrradständern dann eben auch passende Stromerzeugung gibt und die Fahrräder direkt vor Ort auflädt. Also besser und schöner geht es eigentlich nicht. In die Richtung sollten wir definitiv gehen. Wir sind schon Fairtrade-Stadt und familienfreundlich. Sollen wir auch eine Umweltstadt werden in Dillingen? Auf jeden Fall. Und wer, wenn nicht wir? Weil eigentlich sind das schon wichtige erste Schritte. Also eine Fairtrade-Stadt ist ja schon eine gute Voraussetzung. Weil hier geht es um fairen Handel, das heißt auch um Nachhaltigkeit in der Herstellung, um klimaschonenden Transport. Also wir sind ja von den Themen her schon auf der richtigen Spur an der Stelle. Und wenn wir als Stadt und als Landkreis so stark wie wir sind wirtschaftlich uns präsentieren und so attraktiv wie wir als Dillingen halt auch sind, wenn Dillingen anzieht, dann muss es doch auch wem, wenn nicht uns gelingen, auch an der Stelle vorbildlich zu sein. Ich denke, das erwarten die Bürgerinnen und Bürger zu Recht von uns. Vielen Dank. Herr Kunz, Umweltstadt Dillingen. Wie gesagt, wir sind schon seit Jahren mit dabei in verschiedensten Bereichen und wir werden das auch weiter ausbauen. Aber mir ist dabei ganz, ganz wichtig und ich glaube, das sieht der Kollege Rief auch so, dass wir die Bürger mitnehmen. Ich halte nichts von Verboten, sondern von Angeboten. Das sollten wir machen als öffentliche Hand und die Menschen begeistern für den Umweltschutz. Dankeschön. Wir kommen jetzt zu Leserfragen, die uns vorab zugeschickt wurden. Und uns haben Sebastian Lederle und Eike Urbrock aus Donaualtheim haben uns folgende Frage an die Kandidaten gestellt. Wir hätten gerne gewusst, was sich in der Donaualtheimer Ortsdurchfahrt ändern soll, falls Sie die OB-Wahl gewinnen sollten. Trotz mittlerweile 4 Umgehungen, Bundesstraße, Hogenring, Bosch-Siemens-Straße und neuerdings Neubau der Georg-Graf-Straße, hat sich nichts bei der Verkehrsbelastung zum Besseren gewendet. Nach wie vor fahren zu viele Pkw und Lkw durch unseren schönen Ort. Viele ängstliche Radfahrer benutzen den Bürgersteig. Inzwischen sind schon 2 Radler verunglückt. Sie wurden Gott sei Dank nur leicht verletzt. Wir Anleger fordern schon seit Eröffnung der B16 ein Lkw-Fahrverbot, eine Tempo-30-Zone und einen breiteren Geh- und Fahrradweg. Leider werden unsere Anliegen abgelehnt. Mit lauter unberechtigten Ausreden gesetzlicher Art. Herr Kunz, ich gebe es an Sie weiter. Ja, zunächst habe ich mal Verständnis dafür, dass man vor der Haustür eine möglichst geringe Verkehrsbelastung haben will. Deshalb haben wir natürlich auch das ein oder andere nicht nur angeboten, sondern auch unternommen. Wenn man die Ortseinfahrt sich anschaut, von Mörslingen aus kommen, dann hat sich das baulich verändert. Das ist gerade in der Fertigstellung ein Projekt mit Kosten weit über 1 Million Euro. Also wenn man sagt, es hat sich noch nichts getan, ist es nicht richtig. Man hat auch Verkehrsüberwachung gemacht, um diejenigen zu packen, die zu schnell fahren. Wir haben des Weiteren auch mit dem Planer überlegt, gibt es Möglichkeiten, dass wir Fahrradfahrer geschützt fahren lassen. Da gibt es Einschränkungen, da ist vieles nicht möglich. Wir haben auch rechtlich abklären lassen, welche Möglichkeiten haben wir denn. Gibt es die Möglichkeit, dass wir die Geschwindigkeit reduzieren können auf km/h 30? Gibt es die Möglichkeit, ein Lkw-Durchfahrt rechtlich durchzusetzen? Hier schaut es so aus, wir haben die Stellungnahmen eingeholt, sowohl von einem Anwaltbüro, das spezialisiert ist auf solche Fragen, die sagen, geht nicht. Wir haben mit der Polizei darüber gesprochen, haben eine Stellungnahme eingeholt, Polizei sagt, geht nicht. Wir haben jetzt als letzten Schritt an die Regierung von Schwaben geschrieben,
dort wird demnächst wahrscheinlich die Antwort dann auch kommen. Ich gehe davon aus, und das sagen uns unsere Fachstellen, dass es rechtlich nicht zulässig ist, dort ein LKW-Durchfahrtverbot zu machen oder die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer zu beschränken. Unabhängig davon, ich habe es eingangs erwähnt, wollen wir natürlich die Situation baulich verbessern. Da gehört die Insel mit dazu in der Marienstraße am Ortseingang. Dort wollen wir das Queren mit dem Fahrrad ermöglichen. Dort wollen wir auch das Queren ermöglichen, wenn jemand zu Fuß kommt von der Feuchtfangerstraße. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man durch das neue Baugebiet fährt. Und dort gibt es auch Überlegungen, wie kann man die Egau queren? Gibt es dort bauliche Maßnahmen? All das ist in der Planung, sodass wir ein möglichst gutes, möglichst breites Angebot machen können. Und ein weiterer Punkt, den wir noch besprechen muss, und da gehören aber dann auch die Anlieger mit ins Boot, wenn wir die abschließende Stellungnahme auch von der Regierung haben. Was machen wir mit den Radfahrern dann auf der Marienstraße? Man kann ja einseitig oder auch beidseitig versetzt rein theoretisch einen Radstreifen machen, hat aber zur Konsequenz, dass die Anlieger dann dort nicht mehr parken dürfen. Und wir haben schon erste Schreiben von den Anliegern, die das nicht wollen. Von daher vertrete ich die Auffassung, wenn die Entscheidung ansteht, vorher eine Anliegerbürgerversammlung mit den Menschen reden, was machbar ist. Dort, wo es geht, setzen wir um. Und dort, wo es nicht geht, können wir halt auch nicht helfen. Herr Rief, die Leserfrage geht auch an Sie. Akzeptieren Sie die Stellungnahme der Behörden oder sagen Sie, das mache ich freihändig? Also grundsätzlich gelten natürlich die rechtlichen Einschränkungen, da kann man sich drehen und wenden, wie man will, das ist so. Auf der anderen Seite steht uns natürlich trotzdem nichts im Weg, eben mit den Bürgern erstmal ins Gespräch zu gehen und dann eventuell auch kreativ zu werden. Also ich sehe es so, LKW-Durchfahren zu verbieten, das ist schon an Bedingungen geknüpft. Das kann man nicht einfach so verfügen, weil man da ein bisschen mehr Ruhe gerne hätte. Weil da muss man ja auch sehen, wenn jetzt jemand zum Beispiel mit seinem LKW vom DSH kommt, hat dort zum Beispiel entladen, fährt zur anderen Seite raus, kann der dann überhaupt nur in eine Richtung geleitet werden? Oder sind dann zum Beispiel Durchfahrtshöhen oder was anderes limitierend? Also es ist nicht einfach. Mit dem Tempolimit denke ich aber, dass wahrscheinlich doch ein bisschen mehr machbar sein könnte, dass man Verkehr entschleunigen kann. Und ich verweise nochmal drauf, diese Nord-Süd-Verbindung, sie verleitet natürlich. Weil, wenn ich von oben komme und ich durch die Kapuzinerstraße durch kann, bis über die Donaubrücke in einer Tour, dann ist das natürlich eine schöne Direkte. Und vielleicht lassen sich da ein paar andere Maßnahmen kombinieren und koppeln, sodass es dann doch im Endeffekt zu einer Verkehrsberuhigung für die Donau-Altheimerinnen und Donau-Altheimer führt. Muss man natürlich abprüfen, ob es rechtlich machbar ist, aber wenn, dann bin ich schon entschlossen, dass man dem Bürgerwillen da Rechnung trägt an der Stelle, weil ich war selber dort zu Fuß unterwegs, ja auch, wie überall anders, deswegen die abgelaufenen Hacken und es stimmt, es ist ziemlich viel Verkehr für das kleine Fleckchen und der Überweg ist auch nicht überall sicher, vielleicht wäre es auch schön, vielleicht lässt sich der ein oder andere Fußgängerüberweg noch extra realisieren, auch das müsste man schauen. Und ich würde es den Anwohnern dort wünschen, wenn was machbar ist. Gut, danke schön. Wir haben eine zweite Leserfrage, und zwar die Dr. Gudrun Hübner, eine gebürtige Dillingerin, die das Geschehen von Würzburg aus verfolgt, will von den beiden Kandidaten wissen, welche Vorstellungen sie haben. Wie schaut Dillingen im Jahre 2030 oder 2050 aus? Ich würde die Frage abwandeln, wie schaut Dillingen 2026, also nach der nächsten Wahlperiode aus? Es geht da um die Themen Städtebau, Kinderbetreuung, Kultur und Wirtschaft. Wie wird sich Dillingen weiterentwickeln? Wie Dillingen 2030, Herr Kunz? Das ist ein abendfüllendes Thema. Ich glaube, wenn man heute politisch tätig ist, es schlagen ja Themen auf und die verschwinden wieder. Irgendwo braucht es dann mal einen Kompass, für was man steht. Und der Kompass bei uns in Dillingen, der Kompass auch bei uns im Stadtrat, war bisher die Familienfreundlichkeit für alle Generationen. Und hier geht es speziell für die Älteren. Warum? Wir müssen uns den demografischen Wandel anschauen. Wir sind mittels drin. Wir haben die Situation, wenn man das Jahr 2020 nimmt und wir gehen ins Jahr 2030, dass wir, was die Pflegebedürftigkeit betrifft, einen Anstieg haben von 40%. In 10 Jahren ist jeder dritte Dillinger über 65. Und das
gibt natürlich Aufgabenstellung, das gibt Handlungsbedarf, dem wollen wir Rechnung tragen durch zusätzliche Pflegeplätze im Bereich der Tages-, im Bereich der Kurzzeitpflege, auch im Bereich der Pflegeangebote insgesamt. Und wir müssen uns auch als Kommune darauf einstellen. Einen ersten Schritt haben wir gemacht, wir haben jetzt eine Stelle geschaffen. Die Frau Kahr, die kümmert sich bei uns um Anliegen der Familien, im Speziellen auch für die Anliegen der älteren Generation, dass wir die Menschen mitnehmen können bei dem Prozess, weil wir nicht für alle diese Pflegeplätze schaffen können. Die Plätze schon, aber wir haben das Personal nicht. Wir müssen schauen, dass die Menschen möglichst lange daheim bleiben können. Da geht es um Wohnraumberatung, da geht es auch um ambulante Dienste. Das muss ein bunter Mix sein. Und an diesem Thema müssen wir alle geschlossen daran arbeiten. Das ist für mich, was die Familienfreundlichkeit betrifft, neben der Betreuung der Kleinsten, das Thema Nummer eins. Dankeschön. Herr Rief, Ihre Vision für Dillingen 2030? Also da war jetzt natürlich schon viel von dem dabei, was wirklich entscheidend sein wird. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist ganz klar, das Wachstum, das Dillingen hat, ist nicht nur reines organisches Wachstum von innen, also nicht nur, weil mehr Kinder geboren werden als in der Vergangenheit, sondern wir haben Zuzug, aber auch nicht nur von jungen Familien, sondern auch von Menschen im höheren Alter, die aus größeren Städten wegziehen, die sagen, auf dem Land ist dann doch schöner, die Lebensqualität ist toll und die das zu schätzen wissen. Das heißt, wir bekommen diesen demografischen Wandel mit, die Menschen werden zum Glück immer gesünder älter. Aber man muss darauf vorbereitet sein, gerade auch bei Themen wie Kurzzeitpflege, bei den Ärzten, die wir hier in der Gegend brauchen. Und was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist bei aller Freude am Wachstum und am Zuzug. Entscheidend ist, was hat Dillingen als Stadt für einen Charakter? Wir haben eine starke Kernstadt, das ist eine durchaus ernstzunehmende kleine Metropole hier in der Gegend und das ist auch schön so. Wir haben aber auch Stadtteile, die haben einen sehr charmanten dörflichen Charakter. Und diesen dörflichen Charakter, den machen verschiedene Dinge aus. Den machen zum Beispiel die Landwirte aus, ganz klar, die dort noch aktiv sind, aktiv arbeiten. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das ist ein verdammt hartes Brot. Vor allem, wenn Wohnbebauung sich um Hofstätten herum schließt, um bestehende. Das ist nicht einfach, damit klarzukommen und auch da muss geschaut werden, dass dieses Nebeneinander her weiterhin funktioniert, damit wir hier bei uns in der Region nach wie vor die Produkte haben, weil die Kulturlandschaftspflege bei uns ganz maßgeblich von dort her kommt und dass in diesen Ortsteilen auch weiterhin Vereinsleben aktiv stattfindet und möglich ist, dass eben nicht alles sich nur noch in eine Kernstadt orientiert, und eben die Vereine außen herum immer weniger werden, aussterben. Wir sehen es ja jetzt schon, diese Urbanisierung, diese Verstädterung. Läden schließen, Bäckereien, Metzgereien, die Banken machen zu. Und das ist für Ortsteile natürlich fatal. Deswegen stelle ich mir in Dillingen vor, indem wir dieses lebhafte, vielfältige mit einer Kernstadt und Ortsteilen können, dass es auch in Zukunft ein Miteinander wird. Vielen Dank. So fast geschafft. Wir schnaufen noch ein letztes Mal durch und stellen die ganz entscheidende Frage, Herr Rief. Was machen Sie denn am 16. März? Am 16. März? Lange ausschlafen. Also, nein, also ich habe mir schon überlegt, wie geht es weiter. Aber ich denke, durchatmen auf jeden Fall erstmal. Und ich freue mich, egal wie es ausgeht, weil es für mich eine große Erfahrung war. Ich bin dankbar dafür und ich bin auch von Herzen dankbar für all die Menschen, die ich treffen konnte und diese positive Art, diese guten Gespräche. Ich denke, ich habe viel zu verarbeiten und viel, was mir durch den Kopf geht, aber ich denke, da kommt auch gleich danach dieses, jetzt habe ich Lust, weitermachen, Krönchen richten vielleicht auch, aufstehen und los geht's. Gut, Herr Kunz, wir haben natürlich auch hier eine Frage, was machen Sie denn am 1. Mai? Am 1. Mai, das ist ein Feiertag, also von daher werde ich schauen, dass ich da auf jeden Fall was mit meiner Familie mache. Gut. Ich weiß nicht daran erinnern, da passen wir auf. Welches Ergebnis rechnen Sie sich denn aus in Prozent? Ich habe da oft hin und her überlegt und
Ich habe diesmal, ich meine, man hat ja immer irgendwie ein Gefühl, irgendwas, wo man denkt, naja, es könnte so oder anders laufen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist die erste Wahl, wo ich mich überhaupt nicht traue, was zu sagen, weil ich habe ein gutes Gefühl von den Gesprächen, von den Begegnungen vom Wahlkampf her, aber null Gespür, wie ein Ergebnis aussehen kann. Deswegen würde ich ganz weit daneben liegen eventuell. Habe mir da auch dafür beschlossen, mache ich mir jetzt auch keinen so großen Kopf, weil sonst geht mir vielleicht die Leichtigkeit und das Unbeschwerte verloren und das wollte ich dringend vermeiden. Danke. Herr Kunz, Sie können es mir ja ganz im Vertrauen sagen wieder. Und zwar haben Sie, zweifeln Sie ernst daran, dass es für Ihre zweite Wiederwahl reichen könnte. Gibt es da manchmal Momente, weil Sie sagen, Sie wären auf den Stadtrat bereit? Also, selbe Frage in Grün, nur anders gestellt. Herr Fee, wenn ich wüsste, wie die Wahl ausgeht, dann wäre ich nicht Oberbürgermeister, dann könnten wir anders das Geld miteinander verdienen, dann hätten wir Glaskugel auf dem Tisch. Also, lassen wir doch die Wählerinnen und Wähler am 15. März entscheiden. Dankeschön. Angenommen, die Wähler entscheiden sich für Sie, Herr Rief, was würden Sie, wenn ich Oberbürgermeister wäre, als erstes tun? Trotzdem erstmal tief durchatmen und ein Wahlergebnis, egal wie es ausgeht, es erfüllt einen erstmal mit Stolz und Demut in der Regel, vor allem wenn man dann als Gewählter dasteht. Erstmal ein herzliches Danke sowieso an alle Bürgerinnen und Bürger, dass sie sich so lebhaft beteiligen an unserer Demokratie, die so wichtig ist. Weil alles andere als eine Demokratie, das sieht man überall auf der Welt, das zeitigt schon ganz schlimme Folgen. Und deswegen, ich würde für mich zuerst mal angehen, ja, mein Haus mal wieder in Ordnung bringen, mal wieder zu putzen von oben bis unten und mir dabei Gedanken zu machen, wann ich mit wem zuerst ins Gespräch gehen soll. Aber ich denke, es gibt unglaublich viel zu tun. Eins nach dem anderen, zu viel auf einmal geht auch nicht. Packen wir es an. Dankeschön. Und Sie, Herr Kunz, wenn Sie im Amt des Oberbürgermeisters bestätigt werden, was wollen Sie als erstes tun? Ja, ich glaube, zuerst schon mal freundlich, nur menschlich, dann Danke sagen für das in mich gesetzte Vertrauen und dann wieder mit voller Kraft für unsere Heimatstadt arbeiten. Eins ist für mich persönlich klar, am 16. weiß ich, was ich mache, weil bis Ende April bin ich noch im Rathaus, also geht es bei mir am 16. in der Früh ins Rathaus und da geht es weiter. Dankeschön. Wir kommen jetzt allmählich zum Ende dieser Podiumsdiskussion und bieten jetzt beiden Kandidaten nochmal die Gelegenheit und beginnen beim Herrn Rief. Herr Rief, warum sind Sie der geeignete Mann fürs Dillinger Rathaus? Also für mich ist es immer grundlegend gewesen. Als Oberbürgermeister muss man für alle Bürgerinnen und Bürger da sein. Man muss sich sorgen, man muss sich kümmern. Und die Anliegen müssen einem einfach auch selber Herzensangelegenheiten sein. Ich bin ein Mensch, der sich immer gerne kümmert, der sich sorgt und der Dinge verbessern will. Hochkrempeln die Ärmel und los geht's. Und ich glaube, da ist sowas genau das Richtige. Einsatz und wenn es sein muss, rund um die Uhr. Ich glaube, das ist sowas, was Oberbürgermeister eben tun. Und deswegen passt es zu mir sehr gut und da habe ich Lust drauf. Und das war für mich der Hauptbeweggrund, zu sagen, jawohl, lassen wir es uns angehen. So, fast eine Minute, Punktlandung. Vielen Dank. Herr Kunz, Sie sind an der Reihe mit Ihrem Schlussstatement. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Ziel muss es sein, unsere Heimat fit zu machen für die Zukunft, unter anderem durch den Ausbau, durch den weiteren Ausbau der Familienfreundlichkeit für alle Generationen, etwa durch die Pflegeplätze, durch die Schaffung der Pflegeplätze im Bereich der Kurzzeit-, Langzeitpflege. Und wir brauchen ebenso den bezahlbaren Wohnraum, gute Infrastruktur und auch moderne Verkehrskonzepte und das Ganze mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit. Dies bedeutet einen intelligenten ÖPNV, dies bedeutet auch, dass wir die Fahrradfreundlichkeit ausbauen. Und wir haben zahlreiche Projekte, die am Laufen sind. Unsere Mittelschule, unser Rathaus, das muss fertiggestellt werden. Andere Projekte stehen in den Startlöchern, wie zum Beispiel unser Parkhaus.
am Bahnhof. Also es gibt ganz viel Potenzial in unserer Stadt und in unseren 6 Stadtteilen, das wir heben müssen, heben wollen. Und dazu würde ich gerne meinen Beitrag leisten, ob als Frank Kunz, als Oberbürgermeister oder als Stadtrat. Das haben die Wählerinnen und Wähler am 15. März in der Hand. Ich werbe dafür, dass ich weiterhin als Oberbürgermeister Verantwortung in meiner Heimatstadt tragen darf. Deshalb bitte ich Sie um Ihr Vertrauen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser, ich denke, wir haben eine hochinteressante Diskussion erlebt. Wir wissen jetzt mehr, wie die Kandidaten ticken, dass sie selber noch etwas wenig voneinander wissen. Und ich habe eine gewisse Vorfreude auf die Zusammenarbeit im Stadtrat gespürt. Was wir jetzt natürlich nicht wissen, wie die Wahl, das haben wir ja gesehen. Beide haben es erklärt, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Sonst könnte man sein Geld besser verdienen. Mit dem Blick in die Glaskugel könnte man mehr Geld machen, habe ich jetzt gelernt. Dankeschön für den Hinweis. Dann gilt es natürlich jetzt, Danke zu sagen. Danke Ihnen, liebe Gäste, für Ihr Kommen. Sie haben das zum Erfolg gemacht, dass Sie so zahlreich da waren. Dann dem Bayerischen Bauernverband für die großzügige Unterstützung. Danke, dass wir hier sein durften. Das ist ein Beifall wert. Dankeschön. Dann natürlich ein Dankeschön meiner Kollegin Simone Bronhuber, meinem Kollegen Andreas Schopf, der darüber berichten wird, und dem Karl Aumüller, der die Fotos gemacht hat, und dem Team BGB Movie Productions für die Übertragung dieser angeregten Debatte. Herzlichen Dank. Am Schluss bleiben noch 3 Bitten. Das erste ist, dass Sie am 15. März bitte wählen gehen. Sie bestimmen so die Zukunft Ihrer wunderschönen Stadt Dillingen mit. Die zweite Bitte ist, dass Sie unsere Heimatzeitung, egal ob Print oder online, weiter gewogen bleiben. Sie finden Berichte zeitnah online und am Montag in der gedruckten Zeitung. Und ganz zum Schluss hätte ich noch eine dritte Bitte. Wir besuchen Sie uns am Stand in der Halle A. Wir haben jetzt dort ein Sagster DZ. Die Kollegin, die stellvertretende Redaktionsleiterin Cordula Hohmann und der Andreas Schopf stehen dort für Ihre Fragen bereit. Und außerdem können Sie bei uns auch eine Städtereise im Wert bis zu 1.000 Euro gewinnen, natürlich mit der Bahn. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und noch einen schönen Besuch der WIR. Dankeschön.